Die Stadt Bruck bittet die Bürgerinnen und Bürger zur Wahlurne. Die Bevölkerung soll darüber abstimmen, ob ein Teil des Stadtforsts verkauft werden soll. Die Volksbefragung wird am 19. September stattfinden. Wir haben einen großen Stadtforst, ein Forst, der uns gehört, das sind ungefähr 1800 Hektar. Und wir würden gern einen Teil dieses Forstes, nämlich das Revier Zlaten, jemanden verkaufen, der sich gut darum kümmert, erstens, der zweitens auch die Mountainbiker mountainbiken lässt und der drittens klarerweise auch ermöglicht, dass dieser Wald begehbar ist, wie alle unsere Wälder, seine Erholungsfunktion bewahrt und auch den Hüttenbesitzern, die dort sind, die Mietverträge weitergibt. Also das wird der Vorschlag sein. Der Erlös soll in die Bildungsprojekte der Stadt fließen. Die Mittelschule am Kirchplatz wird neu gebaut, eine Turn- und Kletterhalle integriert und auch die Sporthalle wird saniert. Für diese beiden Projekte ist die Finanzierung geklärt. Ab 2023 wird gebaut. Darüber hinaus stehen aber noch weitere Projekte an, die nur durch den Verkauf des Reviers Zlatten realisiert werden können. Wir brauchen eine dritte Hortgruppe in Oberreich. Eine beliebte, ordentliche Schule, die wollen wir noch ordentlich ausbauen, den Standort entsprechend stärken. Wir brauchen einen Neubau der Knotinger Schule. Die Knotinger Schule war einmal die Stallung eines Landwehrregiments, war Kaserne in der Erzherzog-Johann-Kaserne, das damals geheißen. Die wollen wir neu bauen mit Turnsaal. Kostet auch entsprechend Geld. Wir brauchen in der Volksschule Berndorf eine Aufstockung und eine Ganztagesbetreuung und wir brauchen zwei zusätzliche Kinderkrippengruppen. Und das wollen wir und ich hätte gern, dass die Stadt Bruck an der Mur sagen kann, voller Stolz, wir haben einen lässigen Hauptplatz, wir haben ein lässiges Kulturhaus, wir haben viele lässige Dinge, aber wir haben auch die besten Schulen in der Steiermark und dafür will ich das Geld verwenden. Und so läuft die Volksbefragung am 19. September ab. 13.243 Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt und bekommen zwischen 6. und 12. September eine Verständigungskarte. Für bettlägerige und transportunfähige Personen wird eine besondere Wahlkommission angeboten. Es gibt keinen vorgezogenen Stimmabgabe und es werden auch keine Wahlkarten ausgestellt. Also es muss ein jeder Bürger und jede Bürgerin persönlich in seinem Wahllokal hingehen und seine Stimme abgeben. Für Bürgermeister Koch ist das Ergebnis der Volksbefragung bindend. Entscheiden muss allerdings dann der Gemeinderat. Für den Verkauf wird eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Wenn jetzt die Bruckerinnen und Brucker sagen, nein, wir wollen, dass die Stadt den Wald alles behält und halt ein bisschen vorsichtiger investiert in die Schulen oder das eine oder andere nicht macht, dann akzeptiere ich das. Das ist ein Vorschlag derjenigen, die wahlberechtigt sind und die teilnehmen. Für mich ist das Ergebnis bindend. Was ich gerne hätte, ist, dass vielleicht sich auch andere Parteien dazu bekennen. Die NEOS und die Grünen haben da erste konstruktive Schritte gemacht, indem sie für diese Volksbefragung gestimmt haben, die anderen nicht, warum auch immer. Es wäre schön, wenn zum Beispiel auch in der Volkspartei es die eine oder andere Kraft gäbe, die sagt, setzen wir uns einmal zusammen und reden wir noch einmal darüber, weil das auch der Wille von vielen Bruckern ist.